distrutta in guerra. Anche il Duomo è stato distrutto. 70% di Berlino. Io sto parlando di Berlino, non sto parlando di Berlino. Also, was ihr hier seht, ja, das ist ein Platz, der kein Platz ist. Also es gibt eigentlich hier hinten ein Gebäude, das kommt aus dem 18. Jahrhundert. Dort hinten ist so eine Art von mittelalterlichen Viertel, altes Viertel, aber eigentlich das ist kein altes Viertel, das ist in den 80er Jahren wieder aufgebaut worden. Um die Reste von einer alten mittelalterlichen Kirche. Ja. Dazwischen praktisch die totale Leere. Das ist ein Platz, das aber kein Platz ist. Viele verwechseln auch diesen Platz immer mit Alexanderplatz, was aber jenseits praktisch der S-Bahn ist. Ja. Weil auch dieses Gebiet bis 1945 war hier die mittelalterliche Stadt, die so gut wie ganz zerstört wurde. Und hier seht ihr praktisch, da hinten seht ihr das sind so Figuren, dieser Klasse sind weiß, ja. Und das ist das Leiden der Arbeiterklasse vor der Entstehung der Arbeiterbewegung. Hier neben uns, wir haben zwei Herren, die Sie kennen. Einer ist Karl Marx, der andere ist Friedrich Engels. Das ist die Entstehung der Arbeiterbewegung. Und hier vorne sind einige Säulen und auf der Säule sind die Bilder praktisch der Kämpfe der Arbeiterbewegung. Und hinter dieser Säule, es gibt zwei schöne schwarze fliegende Figuren. Das ist die Zukunft nach der Befreiung durch den Kommunismus. Was ich gerade jetzt beschreibe, das ist eigentlich das Forum Marx und Engels in Berlin. Das ist auch vergangen. Das ist ein Denkmal von der Realsozialismus, weil wir befanden uns damals in den Hauptstadt der DDR, Berlin Hauptstadt der DDR. Ja. Quello che vedete qua, in fondo vedete delle figure bianche che in realtà sono molto intorcigliate, sono le sofferenze delle masse operaie prima della nascita del movimento operaio. Qui vicino a noi invece vediamo due figure nel periodo naturale. Ma dove li vedi? Che voi sicuramente li conoscete, uno è Karl Marx, dove sono? L'altro è Federico Engels. No? E davanti a noi ci sono dei pilastri. Se voi andate a vedere i pilastri troverete delle fotografie. Sono le fotografie delle lotte del movimento operaio, però solo una parte delle lotte del movimento operaio. E oltre questi pilastri in fondo si vedono due piastre di pietra con delle figure giustamente annerite che stanno volando e il mondo del futuro praticamente con la realizzazione del mondo. Ascolta, ma dove siamo? Berlino o Vienna adesso? In questo caso, esatto, perché in realtà in questo caso qui siamo praticamente in quello che era tutto il centro storico di Berlino, la parte di Berlino capitale della Repubblica Democratica Tedesca e della Germania Est. E praticamente in questo centro si trova ancora oggi. Così, eh. È importante che sia così. Si trova ancora oggi praticamente questo monumento che era un monumento al socialismo reale. Allora, adesso ti dico una cosa che non sai, la parte metallica, la santa della Dafont. Ah, questo è interessante. Questo è interessante. Das metallische Style Dafont. Tutta la parte metallica.